Hallo, wie bewerbe ich mich an der Technischen Hochschule Lübeck? Alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, finden Sie auch nochmal gut beschrieben auf unserer Homepage www.th-lübeck.de. Und wenn Sie dort finden Sie einen Abschnitt Jetzt bewerben. Wenn Sie da draufklicken, bekommen Sie alles noch einmal im Detail erläutert. Ich erkläre Ihnen das Bewerbungsverfahren. Da gibt es zwei Arten. Das eine ist, es gibt ein Bewerbungsverfahren für sogenannte freie Studiengänge und es gibt ein Bewerbungsverfahren für sogenannte zulassungsbeschränkte Studiengänge. Was heißt das? Freie Studiengänge sind Studiengänge, wo wir ausreichende Studienplätze zur Verfügung haben. Und das heißt, dass jeder, der eine Bewerbung abgibt und die Voraussetzungen erfüllt, also der eine Hochschulzugangsberechtigung in der Regel nachweist und vollständige Unterlagen abgegeben hat, diese Person bekommt auch einen Studienplatz. Das ist so wie bei Corona-Zeiten. Also das Geschäft ist offen und jeder, der rein will, kommt rein. Zulassungsbeschränkt wäre, um im Bild zu bleiben, ich muss vor dem Geschäft eine Reihe bilden, eine Reihenfolge bilden und es kommt nur eine begrenzte Zahl von Leuten in diesen Studiengang rein. Das liegt daran, dass wir in der Vergangenheit für diese Studiengänge meistens mehr Bewerberinnen und Bewerber hatten, als Plätze und Lehrkapazitäten zur Verfügung gestanden sind. Und dann muss man eben von vornherein sagen, dieser Studiengang nimmt nur eine Zahl X auf. Das bedeutet aber auch, dass man bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen sich an einen früheren Abgabetermin halten muss, weil es dann noch in der Regel Nachrückverfahren gibt, also dass es Leute gibt, die ein Angebot von uns bekommen haben, die dann aber wieder abgelehnt haben, dann werden wieder Plätze frei, dann rückt man nach und das ist ein Verfahren, was sich deutlich länger hinzieht als das, was bei den zulassungsfreien Studiengängen passiert. Also soweit zu merken, es gibt Studiengänge, die haben keine Beschränkung, da kann jeder rein, der die Bedingungen erfüllt. Und es gibt Studiengänge, die sind beschränkt, da muss ich unter Umständen warten und muss ich mich an sehr feste Fristen halten, über die ich mich vorher erkundigen muss. Dann ist noch wichtig zu wissen, bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen gibt es auch noch zwei unterschiedliche Verfahren. Also es ist auch noch mal ein bisschen komplizierter. Normalerweise bewerben Sie sich an der Hochschule über ein Online-Portal. Da laden Sie Ihre ganzen Unterlagen hoch, relativ einfach. Aber es gibt vier Studiengänge, die gehen über ein anderes Portal. Das wird aber bei uns auch genau beschrieben. Das ist der Studiengang Betriebswirtschaftslehre, das ist der Studiengang Architektur, Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen. Und für diese Studiengänge müssen Sie sich nochmal über ein gesondertes Portal bewerben. Sie werden aber auf unserer Homepage dahin geleitet. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber man muss sagen, in der Vergangenheit haben das eigentlich alle Personen geschafft, eine Bewerbung erfolgreich bei uns abzugeben. Und wenn es Fragen gibt, können Sie uns auch immer noch per Mail oder per Telefon erreichen. Was können Sie bei uns studieren? Auch da informieren wir Sie natürlich ausführlich auf unserer Homepage, vielleicht mal ganz grob umrissen. Wir sind natürlich eine Hochschule mit dem Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften. Und dann haben wir vier Fachbereiche. Das eine ist der Fachbereich für angewandte Naturwissenschaften. Der zweite Fachbereich beschäftigt sich mit Bauwesen, mit Architektur. Der dritte mit Elektrotechnik und Informatik. Da gehören halt entsprechend die Studiengänge Elektrotechnik und Informatik darunter. Und einen Studiengang Maschinenbau und Wirtschaft, da gehört sowas wie BWL, Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau und noch viele andere. Wir haben insgesamt über 30 Studiengänge, die will ich jetzt hier alle nicht im Detail auflisten, aber Sie haben vielleicht so einen groben Überblick. Ganz wichtig, was uns auszeichnet, ist, dass sehr viele unserer Studiengänge auch die Möglichkeit haben, im Ausland zu studieren. Das heißt, wir haben mehrere Studiengänge, für die Sie einen Double Degree mit einer US-amerikanischen Hochschule gemeinsam erwerben können. Oder Sie können im Rahmen der europäischen Austauschprogramme mit Erasmus für ein Semester ins Ausland gehen oder ein Praktikum machen. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber Sie sollten es in Ihre Planung vielleicht schon mal aufnehmen. Also,
nochmal. Keine Angst vor der Bewerbung, haben alle geschafft. Gehen Sie auf unsere Homepage TH Lübeck unter Jetzt bewerben. Folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Achten Sie auf die Deadlines, auf die Abgabetermine. Das ist sehr wichtig. Insbesondere bei zulassungsbeschränkten Studiengängen dürfen wir gar keine verspäteten Bewerbungen annehmen, auch wenn wir das gerne möchten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Tschüss.